Die Neuigkeit vom Sieg über Nabrelia verbreitete sich auf der ganzen Welt. Valandis wurde zu einem gefährlichen Nachbarstaat für viele Länder. Für seine Ritter und Lords veranstaltete König Frederik I. von Taryn Feste und überhäufte sie mit Land und Gold. Und das, während die einfachen Menschen in den Schatten verhungerten, an den Lagerfeuern waren die Todesschreie der Familien zu hören, die lauter hallten als der Wind. Der König hatte den Krieg gewonnen, doch er hatte das Volk verloren. Alestia wurde offiziell zur Vertreterin gemacht, Es wurde die Geschichte erzählt, dass sie das nicht legitime Kind der früheren Königin und einen illoyalen Soldaten war. Rückblickend betrachtet war dies ein großer Fehler von Frederik, denn es gab dem Widerstand ein Leuchtfeuer, dem sie folgen konnten. Sie schlossen sich mehr und mehr Menschen dem Widerstand auf der Insel des Einsiedlers an, um mit dem Karmesinschwing gegen König Frederik zu kämpfen. Und so waren die Zeiten aussichtsloser denn je zuvor. Katastrophen sorgten Eldrea heim und eine Spirale aus Terror und Axt begann. Hungersnöte, Kriege und der schwarze Tod brachten Hunderttausende um. Dunkelheit bestimmte das Schicksal der Menschen und darin manifestierte sich das Böse selbst. Man sagt, am Anfang war dieses Böse nur ein verhungerter Junge. Aber das Böse wusste, wie es den Hunger mit Leid um sich herum stillen konnte. Aus dem Jungen wurde ein Mann, denn ein Monster. Dann ein Monster und schließlich ein Dämon und irgendwann etwas Unvorstellbares. Es wurde eine willenlose Macht des Bösen, die über das Land fegte und alles vernichtete. Unsere Ahnen, die großen Helden von Leonar, stellten sich dem entgegen, aber selbst sie hatten keine Chance gegen diese unendliche Leere. Statt ihn zu töten, hatten sie keine andere Wahl, als den Vorboten in ein Gefängnis zu sperren, mit der Hilfe der Wahrheit. Oh, diese Ansprache scheint wohl nie zu enden. Haha, lass sehen. Er kann all das nur einmal im Jahr erzählen, weißt du? Ah, wenn das mal meine geliebte H03 ist. Warn. Wie geht es dir? Mir geht es gut, Lord Warn. Ich wusste nicht, dass ihr hier sein würdet. Du bist an diesem Ort weggesperrt, wie eine Nonne. Es gibt hier kaum Gelegenheit, meine Vorlobte zu sehen. Oh, stimmt. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich zähle schon die Tage. Es wird die größte Hochzeit aller Zeiten werden. Klingt vielversprechend, zu heiraten ist spaßig, wirklich. Hey, Timothy, lass uns von hier verschwinden. Was? Halt es dir nicht aus, weder die Ansprache noch diesen Kerl warnen. Beweg dich. Verzeiht. Super, niemand hier. Ich wollte dieses Rätsel schon immer mal probieren. Aber deine Lehrstunden dafür beginnen erst nächstes Jahr. Ach, sei nicht so. Ich will es doch nur mal ausprobieren, damit ich dann später mich nicht blamiere. Na schön. Also, lass mich dich offiziell willkommen heißen. Dies ist die, sind die Aufgaben, die du im Heiligtümer wie Shambhala finden wirst. Wenn du die meisterst, wird der Eintritt gewährt und du wirst mit Gold überschüttet, welches vom Orden platziert wurde. Außerdem kannst du dort die Wahrheit unserer Verbündeten kontaktieren. Sie werden... All das weiß ich schon lange. Lass uns anfangen. Alter Vater. Was passiert hier in diesem Spiel? Also, um mal ganz kurz noch darüber zu reden, was beim letzten Mal noch passiert ist. Ich habe dermaßen Gänsehaut bekommen. Als Len gestorben ist, hatte ich Tränen in den Augen. Ich konnte kaum noch vorlesen. Ey, das war so unendlich episch. Ich dachte schon, Akt 1 Ende war mega krass. Akt 2 Ende hat jetzt nochmal alles übertüncht. Echt Hammer. Richtig krass. So, jetzt haben wir hier ein Rätsel. Dein Ziel ist es, die rote Kugel auf die goldene Platte zu rollen. Du kannst die Kugel zurücksetzen, indem du die blaue Platte trittst. Okay, dann schieben wir das doch mal hin. Ist mal kein Problem. Wenn du sie anstößt, fliegt die Kugel, bis sie ein Ziel trifft. Bewege die Kugel mit Hilfe der Blöcke ins Ziel. Okay. Ah, das blaue Ding bleibt, das graue Ding verschwindet. Die zerstörbaren Blöcke gehen nur bei... Oh Mann. Eine Kugel neben einem Block kann ihn also nicht zerstören. Oh, und Kugeln können sich gegenseitig aufhalten. Das Ding... Jawohl. So.
Ach so, das geht nicht. Oh Mist, dann habe ich das falsch verstanden. Muss ich das dann erst dahin schieben? Aber das reicht nicht, nee. Kann ich den dann wieder zurückschieben? Wo ist denn das Ding hin? Ah, jetzt. Einmal nochmal probieren. Kann ich das so machen? So machen. Dann so. Und dann die beiden nach oben. Ach so. Scheiße. Ah, verdammt. Nein, ich hab dran. Ich hab vergessen, dass da noch was kommt. Okay, ich hab's aber. Nein, was tue ich? Das wollte ich nicht. Jetzt nochmal mit Gefühl. Also so. Jetzt muss ich dazwischen. Jetzt wieder in die Richtung. Jetzt darf der aber mitkommen. Jetzt darf ich aber nur einzeln. Richtig gutes Rätsel. Also so simpel eigentlich. Und doch muss man so viele verschiedene Sachen machen. Also das ist top. Muss ich schon sagen. Du kennst alle Regeln. Viel Glück beim Lösen dieses Rätsels. Ui. Ja, guck mal. Jetzt wird es nämlich schon ein bisschen kniffliger. Aber dafür, dass da unten so minimalistisch Sachen platziert wurden, ist das schon hart. So, da, 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 noch Milch drin. Siehst du, sofort das erste, was ich ausprobiert habe. Funktioniert direkt. Gar kein Problem für mich. Der war easy. Ich glaube, das reicht für heute. Lass uns etwas Luft schnappen gehen. Also gut, das hat Spaß gemacht. Nicht wirklich schwer. Nee, überhaupt nicht. Es gibt da was, über das ich mit dir reden möchte. Frag mich, ob Timothy... Also, die haben ja ihre Haare verändert. Deswegen dürfen wir da nachher gar nicht gehen. Aber Vaan sieht so ein bisschen aus, als wäre das... Also, sie hatte diesen geistlosen Blick, genauso wie Frederick. Timothy sieht so ein bisschen aus wie Gwen. Aber, ne? Victor ist ja auch so ein A. Und Gwen müsste ja auch ein A sein. Deswegen bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber es ist nur so eine Vermutung. Es gibt da was, über das ich mit dir reden möchte. Schaust du ernst rein? Es ist wegen dir und mir. Len, unsere Beziehung ist kompliziert. Wir wissen beide, dass unsere Liebe nicht sein sollte. Nächsten Monat wirst du offiziell ein Lehrer des Ordens von Leona. Eine Beziehung mit einer Maid verboten. Und ich würde auch sagen, also es wirkt so, als wäre Len viel jünger als Timothy. Also zumindest so 5 Jahre oder so würde ich es schon schätzen. Keine Ahnung. Also Len wirkt hier in dem Ding eher wie 15 oder so und Timothy schon erwachsen mit 20. I don't know. Und deshalb werde ich meine Ausbildung nicht abschließen. Bist du verrückt? Das kannst du nicht tun. Ich war mir keine Entscheidung in meinem Leben so sicher. Mir vorzustellen, wie du Vaan heiratest, das macht mich krank. Du kannst deinen Traum nicht für mich aufgeben. Gräm dich nicht. Ich habe viele Träume. Ich werde dich heiraten und etwas anderes finden. Hehe, frage mich, was für andere Träume das wohl sein mögen. Und ich frage mich auch, ist das jetzt wirklich die richtige Len? Oder ist das wirklich nur das Echo? Ich glaube, das sind nur Echos, ne? Aber sie hat ja den gleichen Namen, deswegen dachte ich erstmal so, vielleicht ist sie das gleiche Mädchen, aber ich glaube, das sind wirklich nur die Echos von den Leuten. Vielleicht ist Timothy ja auch das Echo von Glenn. Deswegen haben die so eine Verbindung zueinander. Das kann auch wohl sein. Oh, da gibt es vieles. Vielleicht werde ich Vogelzüchter oder öffnete ein Restaurant. Oh, Timothy. Oh, man hat das gehört. Ja. Könnte aber auch so ein bisschen Rob sein, ne? Timothy. Sie erinnert sich. Neue Unterstützer sind angekommen. Sie wollen mit Len reden. Sie müssen warten. Len ist beschäftigt. Und ihr da drüben, wie seht es mit den neuen Versorgungsrouten? Wir haben Männer, Mäuler zu stopfen. Aku ist auch hier. Jeder tut so, als sei nichts passiert. Nun, vielleicht ist nichts passiert und ich bilde mir das alles nur ein. Lens Tod, diese riesigen Kreaturen oder vielleicht haben sie die Zeit nicht angehalten. Und dieser Gwen, was er da tat. Len, wach auf, ich habe da ein Problem. Kannst du dir das mal ansehen? Ja, klar. Du hast es ja mit solchen Dingern. Ist das eine Voraussetzung, um Pilot zu werden? Weiß man, du hast es ja mit solchen Dingen, glaube ich. Nicht wirklich, es ist mehr ein Hobby.
Also gut, das sollte das Problem behoben haben. Großartig, ich mache mich dann von hier an. Was? Ich mache dann von hier an weiter. Ich konnte glasen. Danke, Haku. Danke, dass du uns unterstützt. Cyan hat mein Leben gerettet. Wohin sie geht, folge ich ihr. Nun, meistens jedenfalls. Also bedank dich lieber bei ihr. Das werde ich tun. Ich kann mich auf nichts konzentrieren. Ich sollte Sir Victor wegen Gwaine fragen. Das ist eine gute Idee. Ah, es ist so cool. Okay, wir haben auch gar nicht so ein... wir haben die ganze Gruppe gar nicht dabei gerade. Hat sich denn hier mittlerweile was verändert so richtig? Vielleicht draußen? Ich bin aus Taren, doch die Tyrannei von König Frederik brachte mich dazu, mein eigenes Land zu verlassen. Ich liebe meine Heimat, bitte helft sie uns befreien. Ja, okay, das kennen wir alles schon. Hier ist nun wieder der Raum. Gehen wir mal runter. Was hier ist, Sienna? Hier wird es mir zu lebhaft, ich bin die Balein. Okay, das ist noch die gleichen Texte. Hier ist nichts neu. Sagst du was Neues? Hm, stimmt das mit meinen Haaren nicht? Nee, ist auch der gleiche Text. Okay. Glenn, du siehst nicht gut aus. Du bist so still. Schon seit wir aus Tormund zurück sind. Wie viel Zeit ist denn vergangen? Nur ein Tag oder wie? Eine Nacht, meine ich. Sir Victor, was wisst ihr über diesen Gwaine? Er war ein Schüler zusammen mit mir. Wir beide haben unter Meister Bartolomeo gelernt. Der größte Professor, der jemals in Nysa unterrichtet hat. War Gwaine da etwas seltsam? Du fragst mich Dinge. Es ist so lang her. Er war wirklich talentiert, aber nicht sehr interessiert. Für ihn schien das alles mehr ein Spiel zu sein. Er nahm nichts ernst. Manchmal fragte ich mich, ob er überhaupt studierte. Wieso willst du das wissen? Mir passieren seltsame Dinge. Ich höre seine Stimme. Du hörst seine Stimme? Du musst die Sachen einbilden. Nein, als wir uns in Tormund trafen, hat er es sogar bestätigt. Was sagte er dir so? Nichts im Speziellen. Manchmal warnt er mich, wenn eine Gefahr droht. Aber er spricht eigentlich nur in Rätseln. Ich weiß nicht, was er von mir will. Ich habe noch nie von telepathischen Fähigkeiten gehört. Weder bei Menschen noch bei einem A. Gwaine ist nicht das einzige Problem. Ich verstehe so viele Dinge nicht. Ich erinnere mich an Dinge aus meinem früheren Leben. Wie ich lese zum Beispiel. Oder bestimmtes Wissen. Aber ich habe keine echten Erinnerungen an mein eigentliches Selbst, wie ich aussah, wo ich lebte. Nichts. Ich glaube wirklich, Glenn ist mit Timothy verbunden, weil Timothy und Glenn kommen beide von dieser Shambhala. Nee, hieß es so? Shambhala? Irgendwie sowas auf jeden Fall. Und er konnte ja diese Rune in Sand ritzen. Also er hat richtiges Wissen von diesem Ort und Victor, der das nur gelernt hat, musste erstmal so ein bisschen nachgrübeln, wie das nochmal war. Vielleicht sollten wir dann einige Dinge erklären. Ja, gerne. Du hast recht. Wenn wir zu wenig erklären, ist das auch nicht gut. Komm mit uns, Glenn. Worüber wollt ihr mit mir sprechen? Es gibt da etwas, das wir euch sagen müssen. Ihr schaut alle so ernst rein. Die Wahrheit ist, du und Glenn, ihr habt etwas gemeinsam, Glenn. Glenns Erinnerung, Glenns Wissen über die bestimmten Dinge stammen von eurem Echo. Von eurem Echo. Erinnerung an ein früheres Leben. Aber das habt ihr vermutlich schon herausgefunden. Ich kenne Glenn schon aus einem vorherigen Leben und Batras ist mit dir verbunden, Len. Batras? Und Batras ist mit dir verbunden, Len? Okay. Kennen Len und ich uns etwa? Das ist, worüber wir... Batras ist doch nicht dieser Typ, oder? Das ist, worüber wir reden wollten. Wir können es euch nicht sagen, aber dafür gibt es einen Grund. Hört genau zu. Das Echo ist die Seele eines Menschen, der nicht gänzlich vom Malstrom aufgelöst wurde und die stattdessen an einem neuen Körper weitergegeben wurde. Eure Persönlichkeit, oder besser eure Stärken, Schwächen, Vorlieben und so weiter, sie sind das Ergebnis von dem, was wir in diesem und in vorherigen Leben erlebt haben. Euer Körper sehen anders aus, aber ihr seid quasi die gleiche Person. Unser Geist ist allerdings darauf bedacht, dass es uns gut geht. Wer kann ihn dafür schon verantwortlich machen? Erinnert ihr euch, wie Daimbert die Seelen von Pflanzen, Monstern und Menschen transferierte und wie die meisten starben oder verrückt wurden? Das würde auch passieren, wenn man den Geist und die Erfahrung eines Erwachsenen in ein Baby steckte.
Deswegen hat das Hirn einen Verteidigungsmechanismus, ähnlich dem Traumabewältigung, ähnlich zur Traumabewältigung. Es werden Erinnerungen versiegelt und erst nach und nach freigelegt über eine lange Zeitspanne. Das dauert meistens bis ins Erwachsenenalter. Ah, okay, verständlich. Deswegen nahm die Vision zuletzt zu, nein, nicht Vision, Erinnerung. Und das ist der Grund, warum wir nicht mehr sagen können. Aber warum, also gibt es dafür nur sehr wenige Leute, dass wir irgendwie so Auserwählte sind, dass uns das getroffen hat? Weil das wird doch nicht jedem einzelnen Bürger so gehen, oder? Weil sonst wäre das doch so ein Ding, wo jeder darüber reden würde und das wäre auch was jeder kennen würde. Na, weil jeder ja das Problem hat. Da würde das doch nicht so ein Geheimnis sein, oder? Okay. Wir hatten einmal einen weiteren Schützling. Wir erklärten zu viel und sie starb wegen ihres Echos. Wir öffneten eine Tür, die wir nicht mehr schließen konnten. Wir wollten die Fehler nicht noch einmal wiederholen. Hey? Die beiden Amulette um meinen Hals sind Lebensanker. Einer ist an Glenn gebunden, der andere an dich, Len. Das ist der wahre Grund, warum Batras und ich nach Valandis kamen. Hey? Bevor wir fortfahren, was hast du in deinem Echo bisher gesehen, Len? Ich erinnere mich an ein Leben auf einer Farm. Mein Vater starb bei einem Unfall und meine Mutter wurde ernsthaft krank. Eine Gruppe der Orden von Leonar nahm mich auf. Sagten sei, ich sei die Auserwählte. Als meine Mutter starb, nahm sie mich mit. Ich lebte in einem Palast als eine spezielle Maid und trainierte für ein Ziel. Ich erinnere mich, dass die Leute sich wie Priester kleideten. Ich erinnere mich an einen Ort in den Wolken, Shambhala. Und ich erinnere mich an diese Gruppe, die den Vorboten bekämpften. Das ultimative Böse, über das die Kirche predigt? Hat sich das in deinen Erinnerungen gezeigt? Hat er sich in deinen Erinnerungen gezeigt? Nicht direkt, aber diese Gruppe sperrte ihn weg und bereitete sich auf den Tag vor, an dem er wiederkommt. Du erinnerst dich an Shambhala, das ist gut. Den Regeln nach sollten wir schnell dorthin. Ihr wollt, dass ich nach Shambhala gehe, auf einmal? Len, hör zu, Batras gehört zum Orden von Leonar. Du bist Teil der Gruppe? Jedenfalls, was davon übrig ist. Unsere Aufgabe ist es, dich zu unterstützen. Deswegen wurde ich hergeschickt. Was ist mit mir? Was ist mit meiner Vergangenheit? Ich erinnere mich an nichts. Bis du dich wieder erinnern kannst, können wir dir nichts sagen. Also, sollen wir nach Shambhala? Was ist mit dem Grand Grimoire? Das sollten wir wohl mit den anderen besprechen. Seid ihr verrückt? Ihr wollt nach Shambhala und das wegen persönlicher Gründe? Wir müssen erst den verdammten Stein vernichten. Das ist unsere wichtigste Aufgabe. Habt ihr das vergessen? Und weißt du, wie wir das anstellen sollten? Ja, ich hatte eine Ahnung. Wir nehmen ein Luftschiff, stellen da einen Typen drauf mit dem Grand Grimoire. Er fliegt das Luftschiff weit raus auf dem Meer und weit in die Luft. Obwohl, da könnte ein Vogel oder sowas sein. Naja, egal, wir hoffen mal nicht. Und dann haut er da drauf und dann vernichtet es. Man stirbt ja an sich selbst nicht und es sollte auch keine Umgebung sein, oder? Ist doch ein Top-Plan. Bam. Und weißt du, wie wir das anstellen sollten? Können wir sicher sein, dass wir alle Informationen haben? Ja, okay. Touché, Batras. Wir wissen nicht, ob das alles ist. Wir sind hier auf Cameron angewiesen und müssen warten, bis er sich meldet. Ehrlich, wenn Len es wünscht, dann begleite ich sie. Natürlich machst du das, Rob, als würdest du dir nicht blind folgen. Aber Shambhala ist gefährlich. Ohne Führung kommt ihr da nicht weit, glaubt mir. Dann ist es ja gut, dass sie jemanden in der Gruppe haben, der sich auskennt. Du warst schon mal in Shambhala, Sejana? Du Plappermaul, ja, als Abenteurer kommt man viel herum. Deshalb weiß ich auch, wie gefährlich es dort ist. Außerdem gehört Shambhala zur Kirche und auf jedes unerlaubte Betreten steht die Todesstrafe. Oder war das Shambhala? Wo sie war. Ich weiß das manchmal nicht. Ich weiß nicht, was Nabralia oder Shambhala. Anscheinend, ich dachte auch, Shambhala wäre irgendwie ein mystischer Ort. Ist aber anscheinend ein recht normaler Ort. Den kennt irgendwie jeder. Falls wir erwischt werden, haben wir ein Problem. Solche Worte von einer Diebin. Dann hilft uns, unerkannt hineinzuschleichen, Sienna. Der Ort, an dem wir gehen, bringt viele Schätze. Bitte nicht ruhig. Der Klassiker. Wollt ihr wirklich dorthin, nur damit Len Informationen über ihr früheres Leben bekommt? Ich meine, natürlich ist es spannend, aber lohnt es sich, dafür euer Leben zu riskieren? Ich flehe dich an. So wie ich euch kenne, werdet ihr auf allerlei Monster stoßen. Ohne meine Wenigkeit wird euch die Reise schwerfallen. Gestattet mir, euch zu begleiten. Ich finde, das klang ziemlich nett. Ich finde es mal gut, wie sie sich nochmal kurz drüber nachdenkt. Sind alle Prinzessinnen so?
Herrje, na gut, ich spiele die Reiseführerin, weil die ohnehin auf Cameron warten müssen. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Ich danke euch allen. Shambhala ist eine Gruppe von Himmelsinseln. Oh, krass. Warte mal, jetzt gibt es doch eine Himmelsinsel, die sich von Hekandria abgespaltet haben. Laut meiner letzten Berechnungen liegen sie nordwestlich von Valandis. Lasst uns für heute ruhen. Morgen früh werden wir unser neues Abenteuer antreten. Killian. Schläft er mit dem Typen im Bett? Okay. Ich wusste nicht, dass Killian so drauf ist. Oh, er steigt schon wieder aufs Dach. So sein Ding, ne? Der Brief von meinen Eltern. Ich schätze, ich kann mich nicht ewig vor der Realität drücken. Ich habe mir mal wieder zu viele Sorgen gemacht. Zu Hause hat sich nichts verändert. Alter, der Mond. Er sah doch schon immer so aus? Ich glaube nicht. Oder ist er nur so, wenn er nicht gerade hell erleuchtet ist? Keine Ahnung. Also wenn er so richtig, also als wir den schon mal gesehen haben, muss er wahrscheinlich so hell gewesen sein, dass wir diese ganzen Sachen da gar nicht erkannt haben, oder? I don't know. Ich muss mir das, glaube ich, in der Aufnahme nochmal angucken. Wie lange wird es dauern, bis wir gemeinsam den Mond betrachten können, Schwesterherz? Vielleicht ist es besser, wenn du noch ein wenig schläfst. Diese Welt hat dir nichts zu bieten. Aber bald, bald werde ich dir ein unverändertes Eldria zeigen können. Selbst wenn ich betrügen, manipulieren und jedes erdenkliche Mittel nutzen muss, um diese Welt zu einer besseren zu machen. Wart es ab, Schwesterherz. Wart es ab, Glenn. Okay, so, wir sind wieder bei Glenn und den anderen. Wir haben alle in der Truppe. Goyle, Talente können wir jetzt erstmal wieder erlernen. Ja, ich würde auch hier gerne ein bisschen was machen, aber ich lasse das mal und mache erstmal Wertebooster. Ein bisschen mehr LP. Maybe. Abwehrangriff. Weniger Schaden bekommst, aber auch, glaube ich, mal so schlecht. Obwohl, der hatte so gute Sachen hier. Autoschild, Maschinenkillerschild, Bündnis. Chance von 25% körperlichen Einzelschaden eines Verbündeten mit LP unter 50% zu erleiden. Ja, dann schützt man so ein bisschen, ne? Zerstreuungstreffer. Chance 5% diese Beeinträchtigung bei jedem Treffer auszulösen. Nee, Zerstreuung, weiß ich nicht genau, was es bedeutet. Vielleicht so ein bisschen, dass man den Schaden aufteilt auf andere. Könnte sein. Mach mal Abwehr. Und hier... Sie hatte ja genau diese Sachen, die waren eigentlich gar nicht mal so schlecht. Womit fangen wir denn an? Drittes Auge, Feuer, Wasser, Wind kann sie. Erde halt nicht so. Ich kann mir vorstellen, dass da oben im Himmel Erde eher so ein Ding ist. Oder vielleicht Feuer. Mach mal Feuer. Also Erde oder also Windgegner oder Wassergegner. Mach mal Feuer. Vielleicht bringt uns das vielleicht weiter. Mehr Funde, Naturheilkunde, Beinschuss, Kehlenschnitt. Das bringt mir alles nichts. Mach mal LP ein bisschen höher. Hier möchte ich auch singender Wind noch haben. Muss ich alles noch nicht ausrüsten? Hauptsache wir haben das schon mal. Hier, du brauchst auf jeden Fall LP. Du hast nämlich echt wenig. Seidener Faden fand ich auch ganz cool. Wenn der Charakter mit vollen LP durch einen Angriff sterben würde, überlebt er mit einem LP. Eigentlich ganz cool. Ich frage mich nur, ich glaube, das gilt dann für Batras und für niemand anderes. Gefallenenbelebung. Durch zwei Runden lang den Effekt zu einer... Wenn der betroffene Gegner stirbt, werden die FTP des Anwärters wiederhergestellt. Aha. Beschworener Äther. Stellt TP in der Höhe der Anzahl Beschwörungen mal 15 wieder her. Alle. Ah, krass. Metallaxt. Geht auf alle, aber das brauchen wir nicht. Wir haben Licht und Dunkelheit, das reicht schon. Gehe auch hier mal auf Magie. Wieder auf so einem passiven Ding. Das hier wird an der Geschicklichkeit angepasst. Deswegen würde ich aber jetzt erstmal Geschicklichkeit boosten. Auch hier gern nochmal mit dem. Das können wir echt mal machen. Und dann irgendwann diesen Drachenangriff nehmen. Hier gerne Abwehr. Talent festlegen. Zumindest bei Sienna würde ich es ganz gerne mal machen.
Im Passiven. Sie hat eh nicht so besondere Sachen. Geschick und Crit erhöht. Guck mal, hier bei die beiden machen wir mal. Das ist wichtiger. Dass sie die beiden levelt. Angriffe erhöht. Das muss sie auch unbedingt leveln. So, hier haben wir eigentlich alles. Hier hat er nur die. Der hat die. Ultra-Move erhöht. Luftkiller. Ja, machen wir das. Obwohl, das... Warte mal. Luftkiller finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. TP erhöht. Erblindungswiderstand, den machen wir mal weg. Dann halt, obwohl der Ultra-Move viel stärker. Na, habe ich mal gelernt. Ja, sollten wir jetzt auch mal fertig machen. Aber da habe ich mir eigentlich gedacht, dass es wie bei Killian, dass man den Ultra-Move weiter schneller auflädt und nicht, dass er stärker wird. Weil mit ihr setzen wir den Ultra-Move auch nicht so häufig ein. Bei ihm setzen wir den häufig ein. Ja, bei ihm wird es sich lohnen. Konterabwehr erhöht, Feuerwiderstand. Ne, das belassen wir mal so. Wir können auch gerne mal diese Sachen hier einmal leveln, wenn es stärker ist. Ja, komm, genug rumgehampelt. Soll erstmal reichen. Was das Alter der Rassen betrifft, treten bei den Hyoms wieder ein Missverständnis auf. Menschen neigen dazu, das Alter in Hyom-Jahre umzurechnen. Nehmen wir zum Beispiel einen A, der 1000 Jahre alt werden kann und seinen 200. Geburtstag feiert. Die Leute wandeln ihn in einen 20-Jährigen um. Doch das ist kompletter Schwachsinn. Ein Mensch mit 200 Jahren Erfahrung hat nicht den gleichen Wissensstand wie ein 20-Jähriger. Und es kommt noch besser. Es gibt Leute, die glauben, ich sei 10 Jahre lang ein Säugling gewesen. Meine Mutter würde mir leid tun. Shishishi. Ja, stimmt. Da sollte man echt nochmal differenzieren. Ich bin sicher, ich bin schon seit geraumer Zeit ein Mitglied der Gruppe von Leona. Mein Vater und mein Sohn waren auch dabei. Echt krass, Bartras, hätte ich gar nicht gedacht, dass du so eine besondere Person bist. Aber schon cool. Ich würde lieber in der richtigen Schmiede arbeiten. Okay, du hast anscheinend noch keine Schmiede bekommen. Es tut mir leid. Einmal Waffen noch aufwerten, wenn wir können. Ich glaube aber nicht, ne? Nee, wir haben da nichts mehr. Was hatten wir doch eben im Schloss letztes Mal gemacht? Von daher passt das schon. Ich würde jetzt aber gern noch irgendwie wieder was Optionales machen. Vielleicht können wir jetzt in der Grotte weiter. Dingens im, wie heißt denn das da unten nochmal? Nyssa? Ich glaube Nyssa war das, ne? Die Leute hier scheinen nicht genug Geld für meine Versicherung zu haben. Ach geil, stimmt. Ich glaube, mich an dich erinnern. Schon lange nicht mehr gesehen. Ich muss warten, bis dein Clan mehr Geld einbringt und im Clanrang aufsteigt. Ja, wie können wir das denn? Wie können wir im Clanrang aufsteigen? Ich brauche wahrscheinlich noch mehr Leute, ne? So, was geht hier draußen? Ja, hat sich noch nichts getan. Dort ist großartig. Ja, Glückwunsch. Aber wir brauchen noch mehr Clan-Boys. Ich weiß noch nicht, wo wir die alle herbekommen. Gestern kam Faran vorbei und wollte, dass ich ihm beim Zusammenbau einiger Möbel helfe. Frechheit. Ich bin der zukünftige Lord von Flandern. Wie kann es ein durchschnittlicher Adliger wagen, eine solche Bitte vorzubringen? Ja? Natürlich half ich ihm, aber trotzdem machte ich ihm eine deutliche Ansage. Herz am rechten Fleck, aber trotzdem ein kleines Arschloch. Du kommst mir bekannt vor, Tomke. Brauchst du wieder was zu essen? Alles klar, der Typ, ne? Der ist so bescheuert. I love it. So, mal ganz kurz nach unten schauen, ob da noch irgendwas Neues ist. Erstmal lag hier schließlich eine Person am Strand. Das kann hier vielleicht nochmal vorkommen. Hier ist aber nichts. Und hier ganz unten auch niemand. Gut, dann können wir gerne in den Flugmodus. Da ist unser Ziel. Das ist auf jeden Fall neu. Das war vorher nicht da. Habe ich mir schon gedacht. So, aber gibt es hier dann zum Beispiel irgendwo nochmal neue Dinge? Das frage ich mich halt. Muss ich jetzt immer nochmal in diesen ganzen Orten neu vorbeischauen, um zu gucken, ob hier nochmal jemand Neues angekommen ist? Hier war ja Piggy Man. Da bin ich mir halt nicht so ganz sicher. Ah, hier scheint nichts zu sein. Erreiche Shambhala im Bord Nordwesten von Wallandes. Die einzige Quest, die wir auch gerade haben. Transport.
Aber ich würde halt gerne unseren Clan vergrößern. Oder sind wir noch nicht an Akt 3? Ich dachte, da stand ein Erfolg, nachdem wir das gemacht haben. Es wirkte schon wie so ein Finale eines Akts. Hier, das meine ich mit dem Heiligtum. Das würde doch hinhauen, ne? Hier auf Wälder und dann hier ins Heiligtum. Das geht schon klar. Hier hat man die Brücken. Hier geht man rüber. Ja, das haut hin. Dann hat man das da. Aber das, dann würde ich mal ganz kurz so schauen. Warte mal, was haben wir hier? Hier steht nichts drauf. Orten können wir uns hier gerade auch nicht. Im Sinne der Nachrichten, stimmt ja. Reidelberg. Ne, dann gehe ich jetzt erstmal kurz hier nochmal vorbeischauen. So. Organegrotten. Ne, gar nicht, shit. Das ist doof gewesen. Ne, falsch, so rum. Nyssa. Da will ich hin. So, wie sieht's aus, Mädel? Warum ist es voll kompliziert? Okay, bringt uns anscheinend nichts. Kurzer Cut, jetzt bin ich am Archipel. Ich habe nochmal vor, bevor wir nach Shambhala aufbrechen, nochmal mich um ein paar Monster zu kümmern. Ich würde sagen, das cutten wir einfach noch in diese Folge mit rein. Ich wollte nochmal das ausprobieren. Mir wurde gesagt, man muss auch hier die Waffe abrüsten. Weiß nicht, ob das jetzt schon reicht. Und dann dementsprechend hier am Strand vorbeilaufen. Ansonsten habe ich das schon richtig gemacht. Aber hier ist niemand. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das der richtige Strand ist. Oder ob alle vielleicht das auch abhaben müssen. Ich rüste mal alle Leute einmal den Stuff weg. Probier es dann nochmal. Einmal so. Oh, da. Ja, okay. Da ist er. Alles klar. So, und jetzt darf ich anscheinend den Shit auch wieder ausrüsten. Das sollte kein Problem sein. Ich habe mir natürlich nicht gemerkt, wer was anhatte. Das ist natürlich schlecht. Hellebarde. Hellebarde ist besser. Edelstein. Ja, ich mach das mal kurz. Okay, so, jetzt habe ich's. Wir könnten doch eigentlich mit der Rüstung gegen ihn kämpfen. Hört mir gerade auf. Otterdom Bonaga. So, du bist also ein kleiner Voyeur. Ich glaube, so heißt das. So, ich weiß gar nicht, du hältst wahrscheinlich nichts aus, ne? Ja, okay. Besiege Otterdom Baga. So, das war der erste und es müsste jetzt hier noch einen weiteren geben. Okay, kurzer Hinweis. Den anderen, glaube ich, kann ich nicht holen. Ich habe jetzt gesucht. Aber man scheint reichen meine Leute hier nicht. Wir brauchen da ja für 4 Magier. Amalia Batras und Victor würde ich als Magier wohl zählen. Und dann dachte ich vielleicht noch Tomke oder Len. Aber das scheint beides nicht zu funktionieren. Das heißt, wir brauchen nochmal eine neue Klasse. Dann werde ich jetzt nochmal zu dem letzten Ding gehen und zwar in der in Perpetua Blumenfelder beziehungsweise in der Wüste unten rechts. Da soll es ja auch noch einen geben. Ah ja, Leute, hier habe ich es jetzt gefunden. Nach so einem Ding sollte ich Ausschau halten. Okay, das reicht anscheinend noch nicht. Sowas muss ich anscheinend nochmal wiederfinden. Hier habe ich das wiedergefunden. Das reicht aber auch noch nicht. Hier habe ich es wieder. Und da ist er auch schon. Sehr schön. Okay, dreimal. Humphrey der Hungrige. Ja, gucken wir mal, ob wir den überhaupt besiegen können. Das ist ja noch nicht gegeben. Licht braucht er als Schwäche. Habe ich überhaupt einen Lichtangriff? Glaube nicht. Dann... ja, du erstmal kannst du angreifen und danach wirst du wahrscheinlich heilen müssen. Abwehrbrecher. Ich werde jetzt erstmal mit Giftsalbe so angreifen. Und Hornissentanz. Weiß das gar nicht mehr, ich glaube schon. Erdbeben. Mal gucken, wie viel Schaden er macht. Oh ja, okay. Das ist schon heftig. Müssen mal gucken, ob wir das schaffen können. Bauen wir erstmal so blind drauf. Mal gucken, ob das was bringt. Bei dem magischen Angriff vielleicht eher nicht. Vielleicht muss ich eher Schweigen einsetzen. Wir werden sehen. So, du darfst weiter Nissentanz einsetzen.
So, Schnellreparatur. Wer muss denn am ehesten... Eigentlich Victor muss am ehesten überleben. Und der macht alle reparieren. Das reicht noch nicht. Oh. Okay, der hatte nicht viel HP. Offensichtlich. Gut, wir waren stark genug. Ich muss jetzt mal kurz gucken, ob noch irgendwas anderes über ist. Okay, Leute, ich habe mal ganz kurz die Liste durchgegangen. An sich hatten wir noch zwei Gegner in den Organegrotten, aber ich glaube, da komme ich noch nicht wirklich klar und nicht weit. Ich glaube, wir haben alles gemacht, was wir hinkriegen konnten. Deswegen, bis auf die zwei Organegrotten und der, dieser eine in dem Archanti-Hiepfel, wo ich die vier Magier brauche, habe ich alle geschafft. Das heißt, wir können jetzt nach Shambhala aufbrechen. Dann mache ich das jetzt auch mal direkt. Das ist hier vorne.